So, Freunde der Sonne, willkommen zurück bei Shadowman oder der Schatten, wie auch immer. Ja, wo war denn mal hier was? Auf jeden Fall war hier mal was. Mit der Kalibasse. 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 Ne, die liegt immer noch da. Hunde sind auch wieder da, aber die können mir mal gestohlen bleiben. Hier oben. Lass mich mal was zum Spielen hier. Hier unten muss doch etwas sein. Wieder ein Secret. Wunderbar. Leichenhalle hier unten. Die dunklen Seelen gehören mir. Die armen Hunde, die hier unten eingesperrt sind. Das war hierzu. Hier war ja, glaube ich, noch etwas. Aber ich glaube, wir porten ja dann hier zu dem Punkt. Auf jeden Fall war hier noch was. Ich kann ja mal zu Jonathan gucken, ob er was Neues zu sagen hat. Ich glaube zwar nicht, aber... Ach, hier sind ja noch... Ach, hier ist ja noch eine Seele. Huch! Ich bin ja schon so oft lang gelaufen. Naja, ich mache mal Fälschen. Ich bin Leben gar nicht gebrauchen. Und hier oben, das kann ich ja mal zeigen. Hier am Start. Hier ist das Senator. Aber das ist wirklich nur super. Am Ende denn in so einem Konzeptart freizuschalten. Oder waren das sogar die Credits am Ende? Ich glaube, die kommen sowieso. Na mal sehen. Hallo, mein dunkles Seelchen. Na, aber hallo. Deswegen war ich zwar nicht hier, aber okay. Naja, du kannst mir jetzt nicht schulden bleiben. Ha! Ihr auch. Und du auch. Komm hierher, Michael! Mikey, was ist los? Du siehst noch gestresster aus als sonst, was? Es ist wegen Nettie. Sie ist in ein tiefes Koma. Ach so. Das hatten wir ja auch schon. Komm hierher, Michael. Ah, das ist ein bisschen komisch. Wenn du hast das Gespräch schon gehabt und trotzdem sagt er, dass du herkommen sollst und die Sequenz geht auf. Ich meine, gut, geiler wäre es gewesen, wenn du so ein Dialogfenster hättest. Dann könntest du ihn jetzt mal wieder fragen. Ne? Aber naja. Egal. Machen wir nicht mal das Ding hier auf links wieder und hier nehmen wir mal die Trommel, weil hier war ja was zum Trommeln. Warte, wo kommt er denn her? Aber wenigstens lassen sie sich, umso öfter man herkommt, wieder was einfallen, ne? Also die Gegner tauchen woanders auf. Gut. Oh. Hier sind nur Kado drin, ne? Jetzt krieg ich doch so wieder so viele.
Super. Denn hier war nämlich auch nochmal so ein Calibasé-Teil. Das weiß ich hundertprozentig. Ich glaube, darum sind die auch alle hier. Weil die wissen, was ich haben will. Flups. Lasst mich in Ruhe. Ich bin schon wieder verbrannt, aber das ist, glaube ich, nur Heilung drin. Gut, brauchen wir nicht. Ja, wo hatten wir denn noch sowas mit dem Zeug hier? Das hat man überall gehabt eigentlich, in jedem Tempel. Bla bla bla. Na, ja, 7, 6, 9, 12, auf jeden Fall. Lasst einfach zum nächsten Gegner marschieren. Ja, zum Messer, klar. Hört man die Musik eigentlich? Man, hier kann ich die Musik ja wieder ein bisschen lauter stellen. Weiter. Boah. Die Musik, die man hier übrigens hört, ist die Mondscheinsonate rückwärts gespielt. Okay. Genug. Genug. Wunschspalter. Auf geht's gegen Jack the Ripper. Sicher von Nutzen sein. Jacks Tagebuch, das meine ich damit. John J. Pierce. Das Asyl. Ja, Jack hat die ganzen Maschinen und Geräte gebaut hier. Im Reich der Toten. Ja, diese Wunschspreite, diese Schädel freigelegt. Drahtseile eingebettet im Fleisch. Der Typ ist krank. Wirbelsäule muss freiliegen. Innere Organe entfernt. Der Typ. Symbole der 5. Die Seelentore. Die Echtform. Dunkle Seele, Seelenwurm. Die Seelenkanäle, da waren wir auch schon drinne. Dunkle Maschine. Der Maschinenblock. Hier sieht man das. Hier sieht man die Kombination, die wir hätten. Also, wie gesagt, ich hätte das jetzt hier genommen, das Buch, und hätte das gewusst, wäre wieder zurückgelatscht und hätte das eingegeben. Aber... Denn unser sind viele.
Gut. Boah, ist alles verkorkst, ey. Den Raum hat man am Anfang gesehen. Verflucht dunkel hier drin. Oh, das stimmt. Wartet mal, kriegt man hier nicht eine Taschenlampe? Ich weiß nicht, ob es in dem Raum hier war. Man kriegt, glaube ich, Taschenlampen. Dann muss ich die Fackel hier nicht verballern. Weil die Taschenlampe ist, glaube ich, unendlich. Na, kriegst du es hin? Nee. Hallo? Du willst die Tür aufmachen? Aha. Catch me if you can. Jo, hier geht's rein. Schön in der Gülle rumschwimmen. Glaube ich, in der U-Bahn. Ja. Die Toiletten. Gehen wir da mal rein. Boah. Ich mach eine Tür vor. Man sitzt hier auf dem Pott, Alter, und... Boah, die ganzen Fliegen, ey, muss so ekelhaft dreckig stinken hier. Oh, da war noch was. Secret, ich hab's euer Arm. Also wir werden nach dem Level hier, werde ich mal die Secrets mal nochmal gucken, was wir alles freigeschaltet haben. Mal sehen. So eine komischen Geräusche. Ich hab's. Und und tote Hunde. Scheiße. Ah, jetzt haben wir den Port hier auch. Direkt jetzt hier. Downstreet. Ach, lass mich einfach in Ruhe, jetzt hab ich den Bock jetzt auf die Hunde.
Jetzt ist doch wieder hell hier einigermaßen. Ich glaube, man hat hier wirklich mal eine Taschenlampe bekommen. Ich weiß, wo das war. Wie gesagt, ich glaube echt nicht mehr, dass ich jetzt noch ein Kadol zusammenkriege, 100 Stück. Hier muss es doch irgendwo einen Ausgang geben. Beruhigen Sie sich, mein lieber Mann. Gibt es doch. So, hier durch. Obwohl, ich sollte wenigstens mal ein bisschen Voodoo einsammeln. Wenn es dann nachher um die Wurst geht. Boah, da soll ich bestimmt reinspringen jetzt. Scheint so. Sieht auch schon wieder aus wie so ein Plumpsklo. Nee, doch nicht. Ich dachte, weil es so viel Fliegen drin waren. Was mir auf jeden Fall eingefallen ist, wir müssen uns den Akkumulator noch holen. Also diese, die Waffe. Was? Das ist wirklich übel. Oh, nö. Ist ja mal die Waffen benutzt, die wir hier haben. Catch me if you can. Die ganze Zeit, ey. Ach, hat das schön geklappt. Geschafft. Ja, sehr Dank. Boah, die Hunde. Ah, hier geht's runter. Ich werde zwar nie im Leben in dieser Gülle hier schwimmen, aber gut. Wahrscheinlich die Verantwortung eines Shadowman. Stinkender hessischer Brühe zu baden. Ah. Ein Hebeli. Aufzug? Wo sind wir hier jetzt? Oh ja, die können wir abfliegen. Ich möchte trotzdem meinen, dass man jetzt hier irgendwie eine Taschenlampe bekommt. Nee. Mit diese geil aufgemalten Türen. Hier lang oder da lang? Das wollte ich zwar nicht machen, aber ich hab's schon mal gemacht. Super. Super. Doch Voodoo. Und da haben wir Voodoo ohne Ende. Kado, meine Fresse. Schon mal so ein Rondell hier im Ritter ist. Ja.
mal durch sein hier. Boah, das sieht hier aus. Okay. Das hier erledigt. Jo. So. Gott sei Dank. Na, was habt ihr da hinten vor? Oh cool, die kommen ein nach dem anderen. Vor allem, das ist doch keine U-Bahn hier unten, was der sich hier eingerichtet haben muss. Grabsteine auf ihm halten, na gut. Laternen und sowas. Krass. No enter. Ach so. War schon wieder eine U-Bahn. Ah, jetzt. Ich hab schon wieder drauf gedrückt. Catch me if you can. Bla 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 bla. Oder unten. Ah, ich kann eine Brücke ausfahren lassen. Okay. Ich hab's. Das ist deine Karte. Nee, ist es auch nicht. Ich glaube, das sind Beine. Und Masken, Augen, nee. Boah, überall hängen ja seine Opfer. Bestimmt alles Frauen, wenn man den Typen kennt. Scheiße. Wie kann man hier leben? Auch als kranker Psychopath? Ich meine, das ist doch... Die Fliegen müssen doch stören. Fliegen dir da in die Augen, du kannst dich richtig zuschneiden. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Hey! Der Akkumulator. So. Oh, ja, ich... Hoffentlich ein bisschen Voodoo. Naja. Leben. Müssen wir da bald mal durch sein hier. Wo geht's hier rein? Wieder ein Aufzug. Ich verstehe es nicht. Oh, man kann einfach außen rum schwimmen. Na gut. Oh. Runter hier. Okay. Da oben geht's wieder weiter. Catch me, catch me, catch me.
Das ist die Lache von dir. Okay. Ich speichere mal hier das Spiel. Ich hoffe mal, dass der Soundtrack jetzt nicht stört im Hintergrund. Und noch zwei Seelen. Ah ja. Ihr hättet nicht kommen sollen, Michael Leroy. Mein Kommen war unabwendbar. So lautet die Prophezeiung. Es ist meine Bestimmung. Eure Bestimmung ist der Tod. Das ist das Schicksal aller Sterblichen. Ich bin aber nicht länger sterblich. Ich kann nicht sterben. Sterben ist ganz leicht. Das habe ich im Laufe meiner Existenz schon häufiger getan. Und nun bin ich zurückgekehrt. Als mordlustiger Messias. Als auferstandener Avatar. Ein göttlicher Diener für meines Meisters vorzüglichen Plan. Wenn Sterben so leicht ist, macht es dir ja sicher nichts, wenn ich dich jetzt wegpuste, du jämmerlicher Psycho. Versuchen könnt ihr's ja, Michael Leroy. Aber seid gewarnt. Glaubt nicht, dass das leicht sein wird. Denn unser sind viele. Wie auch immer. Boah. Diese wunderschöne Klinge ist für euch, Leroy. Sterbt, Schlampe. Sterbt, Schlampe? Hat der gerade Sterbt, Schlampe gesagt? Diese wunderschöne Klinge ist für euch, Leroy. Boah. Scheiße, Alter, der ist hart. Ich brauche Heilung, verdammt. Boah. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh ja. Nein, weg. Diese wunderschöne Klinge ist für euch, Leroy. Boah. Wollen wir ein bisschen Heilung suchen irgendwo? Wo ist er denn jetzt? Der war ja schon in seiner echten Form. Wow. Dies ist das Ritual des Messers. Scheiße, 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 ich hab nur ein Leben. Oh. War das knapp. Mir sicher von Nutzen sein. Meine Fresse. Riss mal. Also das muss ich echt mal sagen, das war eigentlich nur der erste Zwischenboss, der sich wenigstens ein bisschen so nennen kann. Wenn mich vielleicht so dumm an nicht stellt, dann wäre es vielleicht noch einfacher gegangen, aber... Krass. Jawohl.
Gut. Haben wir den Ripper auch schon besiegt. Müssen wir noch den Maschinenblock anhalten hier. Und dann werden wir Legion in den Arsch treten. Gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.